Nachdem wir am Donnerstag die offizielle Ankündigung des neuen Landhausleben-Erweiterungspacks erhalten haben, wurde von den Entwicklern viele spannende Infos zum Gameplay und auch der neuen Welt geteilt, die ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Direkt nach der offiziellen Vorstellung des Packs war unter anderem Simguru Romeo sehr fleißig auf Twitter, welche viele Community-Fragen zu den neuen Inhalten beantwortet hat. So wird Kochen zu einer Aktivität, die man mit allen Sims zusammen ausführen werden wird. Wie verraten wurde, wird es keine neuen Karrieren im klassischen Sinne geben, aber scheinbar könnt ihr von den Bewohnern der neuen Welt Besorgungsaufträge annehmen. Ansonsten gibt es mindestens ein neues Tierfreundmerkmal, neue Todesarten und einen neuen Techtelmechtelort für die Sims. Weiter gibt es eine neue Fähigkeit, die von den Sims erlernt werden kann, worauf sich Simguru Romeo vermutlich auf das Sticken bezieht. Aber auch zu den Tieren gab es ein paar interessante Infos. Kühe, Hühner und Lamas werden nicht wie die Hunde und Katzen direkt zum Haushalt dazu zählen. Wenn man Kühe und Lamas haben möchte, kann man zuerst einen Stall aus dem Baumodus kaufen und dann entscheiden, ob dieser von einem Lama oder einer Kuh bewohnt werden soll. Die Tiere laufen ebenfalls in einem kleineren Radius um den Stall herum. In einen Hühnerstall passen 8 Hühner hinein. Wenn man möchte, dass man öfters von Hasen und Vögeln besucht wird, kann man ebenfalls kleine Häuser für diese kaufen. Für alle, die sich für die neue Welt interessieren, gibt es jetzt Informationen zu der Größe eben dieser. Insgesamt 3 Nachbarschaften mit jeweils 4 verschiedenen Grundstücken werden wir erhalten. Eines der insgesamt 12 Grundstücke ist 64x64 Kästchen groß. Auch dieses kleine Häuschen hier neben dem Wasserfall ist ein bewohnbares Starterhaus und kann bespielt werden, ist also nicht nur Dekoration. Ein weiteres kleines Detail, welches mir im Trailer aufgefallen ist, in der neuen Welt Hanford und Bakely gibt es ebenfalls ein sich bewegendes Mühlrad, vermutlich aber nur Deko. Ebenfalls möchte ich euch auf diese kleinen Rucksäcke für Kleinkinder hinweisen, die ich in meiner Trailer-Analyse übersehen habe. Und auch zum neuen Teichtool wurden ein paar Infos geteilt, dieses wird für alle Spieler per Gratis-Update bereitstehen. Leider ist es aber nicht möglich, in den neuen Seen zu schwimmen oder auf diesen Schlittschuh zu fahren, allerdings frieren diese im Winter mit der Jahreszeitenerweiterung zu. Ebenfalls können Sims am Rand des Teiches planschen, Fisch fangen, den man in die Teiche hinzugefügt hat, und die Teiche so dekorieren, wie man das gerne möchte. Unter anderem wird man auch Enten als Effekt hinzufügen können. Für alle, die auf Pferde und Feen gehofft haben, leider werden diese kein Inhalt von der Erweiterung sein. Bei den Pferden haben die Entwickler gemeint, dass sie nicht zum Kern der vom Garten zum Tisch Erfahrung gehören und die Qualität und Gameplay-Tiefe für die Pferde zu gewährleisten ein schwieriger Prozess sei. Übrigens, bei Instant Gaming könnt ihr das Pack in Deutschland für aktuell 30,93 € vorbestellen, in der Schweiz sogar nur für 25,99 €. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr auf diese und viele andere Erweiterungen ordentlich sparen und mich unterstützen wollt. Ebenfalls könnt ihr euch die neue Folge Sim gehört anhören, in der Micha von simtimes.de und ich über die neue Erweiterung und unsere ersten Eindrücke sprechen. Der Link dazu ist ebenfalls in der Beschreibung. Was denkt ihr zu den neuen Inhalten und freut ihr euch, endlich selber die neue Erweiterung anspielen zu können? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr meine Trailer-Analyse verpasst haben solltet, könnt ihr euch diese nochmal hier links ansehen. Also dann, bis zum nächsten Video.